Hallo, 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 hallo. Ich bin heute beim Zukunftstag Bibi. Es war mega cool. Wir haben mega viele Sachen gesehen, wie zum Beispiel auf dem Fußballrasen ein bisschen schütteln, Küche anschauen, in die Garderobe der Spieler. Also das Stadion haben wir fast alles gesehen, was, eigentlich, was man jetzt auch so im IB-Stadion auch so macht. Wir hatten schon einen super Tag im IB-Stadion. Und das Coolste ist, wir dürfen jetzt noch gut mit dem Cedric Cesiger ein Interview machen. Könnte sich mal einmal umgehen. Die hat keine Batterie mehr. Hallo. Aha. Wie hallo. Ja. Hört man mich? Claudio, hörst du mich? Hörst du mich? Testa, es ist gut. Du kannst zum Beispiel hier, schau hier an diesem Rädchen, siehst du das? Du kannst drehen, dann geht es rein und raus. Ja, wie kann ich das denn? Du musst eigentlich immer schauen, dass man den Cedric gut sieht. Ja. Wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Beim Dorfverein, wo ich bin aufgewachsen, also beim FC Münchenmeer. Es ist eine Viertligamannschaft, also ganz Amateurfußball, aber dort habe ich angefangen, ja. Hast du auch viel genug Freizeit? Freizeit haben wir ziemlich viel, ja. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man nicht zu viele Sachen unternimmt, dass man immer sich gut erholt, dass man regeneriert und dass man sicher fit bleibt und nicht irgendwo rechts und links noch zu viele Sachen unternimmt, ja. Stimmt es, dumm, im Fasnacht hast du probiert, die Corona-Zeit Basketballprofi zu werden? das stimmt. Also Profi werden ist auch ein bisschen schwierig gewesen, aber wir sind sehr oft spielen zu zweit. Von dem her ja, sind wir glaube schon ein bisschen besser geworden. Dann. Hast du erzählt, wie viele Goals du bei IB seit du angefangen hast geschossen? Ja, aber es waren noch nicht so viele gewesen. Von dem her habe ich es noch ein bisschen im Griff mit den Zahlen. Also es sind glaube vier mittlerweile, ja. Du warst den ganzen Tag bei IB. Was hat dir am meisten gefallen? Am besten hat mir gefallen, als wir unter dem Dach waren. Das hat mich echt cool gedacht, von oben so das Spielfeld zu sehen. Hat es etwas gehabt, was dir am besten gefallen hat? Ja. Was? Auf dem Rasen rumzulaufen und dann noch zu Fußball spielen auf dem Rasen. Das. Der Cesiger-Interview. Ist er nett gewesen? Ja, mega sympathisch und mega cool, dass er sich so Zeit genommen hat. Ja, so spannend gefunden. Also insgesamt hat es dir gut gefallen? Ja. Es war sehr cool gewesen. Ich würde selber mal hier gerne mal arbeiten. Mega cool, 10 von 10. Vom Zukunftstag bei IBTV. Mir hat es gefallen, es war cool und tschüss zusammen.